gucken gerade nicht hin. Wenn hinter mir keine sind, dann... Nein, fuck! Nein, nein! Was? Was? Ich will... Hallo? Nein, ich will nicht angreifen. Hallo? Fuck, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Fahr doch! Gott, 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 nein! Hallo meine Friends und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles X. Beim letzten Mal haben wir ein paar Standardmissionen noch gemacht. Haben eine neue Rasse gefunden, die haben jetzt auch eine Rüstungsfirma eröffnet und ich habe die Klasse gewechselt. Ja, ihr seht, ich trage jetzt ein Langschwert. Ich habe übrigens gemerkt, die Techniken hängen von den Waffen ab, die man tatsächlich trägt. Das heißt, wenn, da ich jetzt die Doppelwaffen immer noch ausgerüstet habe, also die Doppelgewehre, habe ich meine alten Skills noch. Aber wenn ich halt das Sturmgewehr auswähle, dann habe ich halt die für, nur für die Klasse, die ich halt jetzt ausgewählt habe, ne? Aber ich bin dann bei der Doppelgewehren erstmal geblieben, weil da habe ich momentan noch, die besseren Skills. Deswegen. So, ich mache übrigens mit der Klasse jetzt mehr Schaden. Also ich kann gerade mal in den Status gehen. Obwohl, kämpfen sollte ich jetzt nicht, sehe ich gerade. Wegen dem Wettereffekt ist es ein bisschen blöd. Mit meinem Scale habe ich da kein Problem, aber meine Mitstreiter natürlich. Ich habe jetzt mehr KP durch die Klasse. Habe aber weniger Ausweichen jetzt, ein bisschen weniger Potenzial. Die Fernstärke... Gut, durch die Waffen, die ich jetzt ausgerüstet habe, wieder hochgestiegen. Aber ist allgemein, glaube ich, ein bisschen niedriger. Nahkampfstärke, wie gesagt, ist gestiegen. Ja, und sonst keine großen Veränderungen. Also eher der Nahkämpfer, dafür habe ich aber ein bisschen wenig Nahkampfangriffe momentan noch. Aber das wird sich noch legen. Obwohl die richtig krassen Nahkampfangriffe wirklich erst sehr spät kommen in der Klasse, wie ich es gesehen habe. Aber mal gucken. So, auf jeden Fall hier sollen wir noch was suchen. Ich weiß nur nicht genau nach was. Wahrscheinlich ein rotes Item. Aber ich sehe hier gerade nichts. Oder da oben vielleicht? Ist das... Gehört das noch mit zu dem Gebiet? Scheint mir zu weit außerhalb zu sein. Ja, wo soll denn hier was sein? Ne, ist unter mir, ne? Also entweder über mir oder unter mir. Über mir ist auf jeden Fall nichts. Das heißt, es ist unter mir. Okay, ich wollte sowieso dahin. Da ist nämlich eine Datensonde, genau. Zum Installieren. Das heißt, ich springe hier einfach runter. So richtig krass. Da ist noch was zum Entdecken. Zum Erkunden. Aussichtspunkt. Sehr schön. Gut, nehmen wir das noch mit. Ich kann aber gerade den Knotenpunkt noch nicht ausfindig machen. Ah, da. Okay. Hat sich erledigt. Leute, hatte ich erledigt. So, schnell mal dahin. Wow. Jetzt, what the fuck, wie lenkst du denn? Ich habe doch in die komplett andere Richtung gelenkt. Was zur Hölle? Das war ganz komisch. Jetzt werde ich auch noch verfolgt. Verdammt. Sollen wir dich gerade umklatschen? Wenn du mal herkommen würdest. Wow, Duck kriegt aber ganz schön Schaden. Holy shit. Na gut, Duck ist nur 23. Geht aber eigentlich noch. Na egal. Ja, noch drauf. Ich glaube, so schlimm ist es auch nicht mit den Skills. Ich meine, größtenteils werde ich jetzt wahrscheinlich sowieso mit Skull kämpfen. Von daher nicht so schlimm. Kriegen wir schon was gehandelt. Ich hab. Wow, okay. Das kam ein bisschen plötzlich. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen, aber ich habe es vergessen. War, glaube ich, nicht so wichtig. Ist egal. Ist egal, Leute. Ah, jetzt weiß ich wieder. Genau. Wegen den Waffen, die ich da aufgesammelt habe von diesen ganzen... von den ganzen, naja, diesen Mecha-Viechern von den Ganglion, wo ich da ein bisschen offscreen unterwegs war.
Habe ich mal nachgeguckt, ob ich da was... Na komm, versuchen wir den mal so. Ne, mit unseren neuen Skills. Also ein paar neue zumindest. Zwei. Aber okay. Ja, da habe ich mal geguckt, ob ich da, ob da ein paar gute dabei sind. Ja, theoretisch eine war ganz okay, aber die baut halt zwei Slots quasi für den Rücken. Und da wollte ich jetzt auch meine beiden, die ich gerade habe. Deswegen. Ich krieg aber gerade ganz schön ein bisschen was aufs Maul. Aber geht noch. Kriegen wir noch hin. Ja, und darfst noch hier angreifen. Da ist jemand auf. Genau, dann kann ich den jetzt einsetzen. Und zwar am besten zweimal. Wenn ich ihn voll aufgeladen habe, sehr schön. Ja, ich krieg gerade ganz schön viel Schaden. Aber geschafft, gut. Sehr schön. Okay. So, haben wir das. Ja, sehr gut. Dann das hier noch nehmen. Installieren. Sehr schön. Gut. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, einfach weiter auf die Suche nach Knotenpunkten machen. Hört sich eine ganz gute Idee an. Vielleicht da. War das die Stelle? Ja, genau, da wollte ich mal hin, meine ich. Kommen wir hier schnell raus oder sollte ich mich hier porten? Und ich kann auch mal dem Wasser folgen, eigentlich. Aber es führt mich nur aufs Meer, oder? Sieht so aus. Ich fahre mal kurz lang. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken, wo geht's denn hier zum Beispiel lang? Hier sind Questmonster. Einfach nur mal das Questmonster, okay. Wir haben natürlich immer noch den blöden Wettereffekt. Uncool. Der kam aber eben nicht zum Tragen bei dem einen Kampf eben, oder? Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Vielleicht weil wir tatsächlich unterirdisch unterwegs waren, das kann sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was uns wirklich Schaden macht. Die Blitze oder was? Treffen wir uns die ganze Zeit? Keine Ahnung. Und die waren ja auch so komische Blitze immer am Boden zu entdecken. Ganz komisch, ich weiß nicht genau, was der Wettereffekt wirklich macht, aber jedenfalls schadet er uns. Ich weiß nicht genau, wo er uns schadet überall, aber er schadet uns und das ist schlecht. So, aber hier muss geil, kein Problem. Gar kein Problem. Na komm, nehme ich die alle mit. Keine Ahnung, wie viele wir tatsächlich killen müssen. Aber ist egal, wir killen sie einfach, weil sie es können. Was, Alter? So, dann hier mit drauf. Wenn er schon mal am Boden liegt. Nee, liegt gar nicht mehr am Boden. Ist direkt wieder aufgestanden, der Bastard. Zack, einmal reinstechen. Einmal zerschnitzen. Zip. Das sieht immer so cool aus. Ich mag den Angriff irgendwie. Aber okay. So, du bist gleich down. Okay, Mission abgeschossen, sehr schön. Das war schon. Alles klar, Mist, das greift uns sehr an. Ich wollte. Ist gerade noch aufgefallen. Ah, ne, die habe ich doch gerade schon aufgesammelt, oder? Diese Itemwolke, die da war, quasi. Wenn man das so nennen kann, da waren ganz viele Items am Stück. Also. Auf einem Fleck. Aber die habe ich schon eingesammelt. Ist mir gerade wieder eingefallen. Okay, da hinten ist eine. Gut. Kam man tatsächlich etwas weiter weg auf vor auf der Karte. Da sind wir, okay. Moment, welcher ist das jetzt? Welcher genau ist das jetzt? Das ist der hier, okay, der ist ziemlich weit am Rand. Aber hier in der Nähe ist direkt noch einer. Da hinten. Auf einer entfernten Insel. Fahren wir da einfach lang. Weil wir können ja auf Wasser fahren. Voll geil. Da hinten ganz viele Blitze, ey, voll krass. Entdeckte Insel. Gucken, was es hier so gibt. So.
Was gibt es hier Schönes? Ja, auf jeden Fall Gegner, aber die sind mir gerade egal. Die steigen ja alle aus dem Wasser. Leute, was wollt ihr? Leute, was wollt ihr? Oh, ganz viele Viecher aus dem Boden. So ein komischer Krabben. Was ist das hier? Was ist das hier? Sind schon viele Viecher. Wir wissen, was da oben ist. So, da muss ich aber raufkommen. Ja, sehr schön. Geheimpunkt. Große Washington-Insel. Große Washington-Insel. The fuck? Alles klar. Ist sowas Interessantes? Gibt's ein paar Vögel, aber... Auf jeden Fall gibt's hier noch was zum Untersuchen. Das kann ich noch mitnehmen, aber sonst... Scheint hier nichts zu sein. Vielleicht ist das sogar so ein Level 5er Ding. Das wäre natürlich krass. Ne, Level 4, okay. Na gut. Ah, Segment erforscht. Das war also so ein Schatzsegment. Auch gut, auch gut. Das hilft uns auch, das Gebiet zu erforschen. Wir haben schon 25,58%. Das heißt, für die Hauptmission haben wir schon genug. Aber ich will natürlich auch die Nebenmission mit den 30% machen. Moment, da ist da auch noch was. Wir können theoretisch einfach mal hier übers Wasser lang fahren. Warum eigentlich nicht? Ist ein bisschen weiter weg, der andere Punkt, aber das ist auf jeden Fall noch ein Knotenpunkt am Strand. Aber jetzt fahren wir ja gar nicht mehr. Ist jetzt doch zu tief? Na egal, dann fliegen wir halt übers Wasser, ist auch kein Problem. Also schweben. Oder ist es da oben? Moment. Ja, Tatsache, wir sind schon da. Wow, das geht echt schnell mit dem Scale. Hier ist es tatsächlich. Gucken, ist es hier unten oder? Wahrscheinlich eher da oben. Hier kann ich gerade nichts sehen. Ist da ein Gegner? Nö, okay. Dann würde ich sagen, porte ich mich gerade nach oben. Nehmen wir den auch noch mit. Ich wollte eigentlich woanders hin, aber wenn ich schon mal hier bin. Obwohl, der ist jetzt gerade näher, glaube ich. Mal gucken, ob ich da rankomme. Mal gucken, ob ich da rankomme. Müsste ich aber. Kann ich hier hochspringen so? Ach, hi. Der Typ schon wieder. Der ist noch ein bisschen zu krass. So, hier. Ich meine, das war eine Stelle, wo ich letztes Mal nicht hochkam. Hier schon wieder so ein komisches Gebäude von dem Ganglion, von dem Prone, wie auch immer. Da steht ein krasser Typi. Da muss ich mich in Acht nehmen. Guckt er hier in die Richtung? Nee. Guckt er nicht. Sind da noch mehr? Ist die Frage. Oder werden mich hier welche überraschen? Das wäre ein bisschen uncool. Da muss ich hier ganz schnell abhauen. Einfach runterspringen wahrscheinlich. Auf jeden Fall will ich hier hoch, weil da was zum Untersuchen ist. Das will ich natürlich mitnehmen. Okay, hier geht's raus auf einen Balkon oder sowas. Kleine Terrasse. Aber hier ist sonst nichts weiter, okay. Gehen wir wieder rein und gehen weiter empor. Diesen Turm, diesen langen Turm. Der nicht mehr bewacht ist, hier ist einfach nichts. Na doch. Einen Wächter haben wir hier. Aber der guckt nicht in meine Richtung, das ist gut. Das heißt, ich kann hier einfach hoch. Ist da noch jemand? Nee. Gut, gut. Und ich hoffe mal, da oben ist auch keiner, aber ich schätze schon... Oder? Irgendeine Wache? Irgendeine Wache? Ich kann auch nichts sehen. Nö, alles frei. Super. Dann können wir das nochmal mitnehmen. Sehr schön. So, am besten einfach wieder runterspringen. Zu unserem Scale. Und da die Knotenpunkte mitnehmen. Der sich da unten befindet. Okay, aber ich kann mich gerade noch hier oben umschauen ein bisschen. Na, wobei. Sieht nicht so aus, als wäre es eine gute Idee. Aber wo geht's denn da lang eigentlich? Geht's noch weiter hoch, theoretisch? Ich könnte mal einfach durchfahren. Auf gut Glück. Ich meine, die können mich eh nicht verfolgen. Dafür sind die auch viel zu lahm, ey. Viel zu lahm. Okay, hier muss ich aber aufpassen. Nicht, was ich hier runterfalle.
Typ, was willst du? Du hast doch keine Chance. Also du hast schon eine Chance, aber... Scheint immer nicht großartig zu sein, wenn ich so aufs Gamepad gucke. Hier sind jetzt ganz schön viele Gegner. Scheint einfach nur ein Stützpunkt von den Gamern zu sein. Weil es ja schon interessant ist, aber wenn das so viele sind... Ich habe ein bisschen Angst um mein Skell, aber... Ich fahr trotzdem mal hier lang. Weil ich es kann, weil ich es kann. Okay, hier ist einfach nur ein Gebäude und sonst... Nix. Ich kann hier einfach mal hochspringen. Können die uns nur schwer folgen. Könnt ihr theoretisch den Berg erklimmen? Oh, oh, oh. Hat er gerade angegriffen, aber scheinbar nicht getroffen oder was auch immer. Komm ich hier hoch? Ja, scheint ein bisschen sehr hoch zu sein. Na, okay. Wo wollte ich denn hin? Da nicht. So. Ja, perfekt. Das sieht gut aus. Also doch ein Weg hoch. Sieht ein bisschen so aus, aber ich glaube eher nicht. Nee, das wird nur so ein bisschen im Kreis, aber... Hoch kommen wir nicht. Ich meine, was wollen wir auch da oben? Was wollen wir da oben? Ich nehme jetzt einfach diesen Knotenpunkt ein. Wenn ich den darf. Das ist natürlich... Ganz schön viele Gegner. Gerade nicht hin. Wenn hinter mir keine sind, dann... Nein, fuck! Nein, nein! Was? Was? Ich will... Hallo? Nein, ich will nicht angreifen. Ich... Hallo? Fuck, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Fahr doch! Gott, 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 nein! Oh, Gott, noch so... Nein! Nein, auch noch vorbei! Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ja, fuck, ey. Fuck. Nur weil ich so nach vorne gerutscht bin, wo ich runtergesprungen bin, ey. Sonst hätte ich es geschafft, ey. Was soll das? Und dieses komische Gerutsche. So, wie ist das jetzt mit meinem Scare? Wie ist das jetzt mit meinem Scare? Ich habe vorbei. Also, die innere Herausforderung habe ich nicht geschafft. Das ist schlecht. Also normalerweise, ich habe gelesen, wenn man perfekt schafft, dann hat es keine Konsequenzen auf die Versicherung. Also das heißt, das könnte ich theoretisch so oft machen, wie ich will. Also so oft zerstören lassen, wie ich will. Wenn ich nur gut schaffe, was ich ja die letzten Male nur geschafft habe, dann bleibe ich zwar quasi heile, aber trotzdem muss die Versicherung für den Schaden aufkommen. Und wenn ich vorbei, dann... Ja, habe ich nur noch ein KP übrig, wenn ich rauskomme und ja, die Versicherung muss halt für das Geld bezahlen. Also, so, ich muss kurz hier an die Konsole, dann... Okay. Jetzt scheint es... Okay, sind es doch mehr als dreimal? Scheinbar viermal, weil jetzt... Jetzt zahlt die Versicherung nicht mehr, wie man sieht. Ich kann ihn noch durch... Also wenn ich eine Gebühr bezahle, kann ich ihn nochmal retten. 86.000 geht eigentlich. Ich habe eigentlich genug. Und theoretisch mit Bergungsschein könnte ich das noch machen. Die kriege ich, glaube ich, genau, von den Divisionen so als Sold kann ich den bekommen. Hatte ich bisher aber noch nicht. Also... Bezahle ich einfach mal die Gebühr. Muss ich selbst für den Schaden aufkommen. Ich weiß gar nicht, ob die Versicherung jetzt quasi regeneriert wird. Also dass ich mir jetzt nochmal 4 Zerstörungen oder wie viel auch immer erlauben kann. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Mal gucken, mal gucken. Ich muss da echt vorsichtig sein, aber Mann, ich hatte es eigentlich fast. Das war echt blöde. Trotzdem würde ich das gerne nochmal versuchen. Ich hatte es ja eigentlich fast geschafft. Nur weil ich da so dumm gerutscht bin, ist echt behindert. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht als Mensch darunter springen sollte, denn
bin ich ein bisschen unauffälliger, aber wenn ich dann entdeckt werde, dann komme ich ja schlecht weg. Aber ist vielleicht wirklich sicherer. Ich meine, wenn ich sterbe, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, ich nehme die Datensonde mit. Und mein Scale bleibt heile. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen kühler, als Mensch da runter zu springen. Oh, oh. Okay, okay. Gut, dann steige ich jetzt aus und springe so darunter. Da scheint mir doch eine bessere Idee zu sein. So, jetzt muss ich nur gucken, wann ich da am besten runterspringe. Der Typ steht ein bisschen ungünstig. Weil das sind die. Gut, der ist gegen die Wand. Wahrscheinlich ist es der, dass der mich vorher entdeckt hat. Abrollen. Und jetzt schnell die weg. Gut, alles klar. Nice. So wollte ich das doch haben. So, gut, dann können wir jetzt. Achso, stimmt, ich bin ja direkt im Skull drin. Dann können wir jetzt zum anderen Knotenpunkt. Und uns nicht von dem Typen erwischen lassen. Ein bisschen uncool. Hallo, fahr doch bitte. Da ist noch einer von denen. Die sind überall, Leute. Die sind überall. Was wollen die hier? Ja, hallo, du kannst ruhig fahren. Wenn man sich doppelt transformiert, weil ich irgendwie, keine Ahnung, zweimal drauf drücke oder so. Kommt mir zwar nicht so vor, aber weiß nicht, was er da für Probleme hat. Aber egal. Aber egal, aber egal. So. Da vorne ist es doch. Nice, 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 nice. Können wir den noch mitnehmen? Sehr cool, sehr cool. Haben wir schon echt viel geschafft. Wir sind schon bei 27,13%. Gut, da fehlt aber noch ein bisschen was für 30%. Okay, das war da beim Loch. Das kann ich noch machen. Genau, teleport ich mich mal nochmal zu dem Wasserfall. Wo ich die Lizenzprüfung gemacht habe, wenn ihr euch erinnert. Da waren gerade Browns oder sowas. Oder Ganglion. Stand mir gerade noch. Komischerweise. Aus irgendeinem Grund. Aber egal. So, und da hinten war ja noch ein Knotenpunkt. Und eigentlich müsste ich mit dem Scale da hochspringen können. Denke ich. Hoffe ich. Aber ich schätze mal ganz stark schon. Sollte eigentlich funktionieren. Da bin ich relativ zuversichtlich. Ne, du auch, du Affe, oder? Was gab er dir? Ja doch, kann ich das auf den Vorsprung und dann nochmal ganz hoch. Und schon bin ich da, schon bin ich da. Nee, war doch kein Durchgang, so wie ich dachte. Oder, ah doch, hier. Hier wäre ein Durchgang gewesen. Kurz gucken, wohin der führt. Und wo ich theoretisch dahin gekommen werde. Moment, bin ich jetzt doch hier? Ne, ich bin hier unten. Ich bin wieder ganz unten. Ach so. Ach so, okay. Und vorher war ich, glaube ich, da oben. Also hätte ich doch einfach nur runterspringen müssen und dann den Gang hier lang oder so? Hm. Okay. Na gut. Habe ich nicht gesehen. Aber so geht es natürlich auch. Einfach hochspringen, Leute. Einfach hochspringen. Wenn man keinen Weg findet, einfach hochspringen. Oder hochfliegen. Wow, kam der denn das her? Muss hier von denen. Den will ich jetzt auch nicht unbedingt über den Weg laufen. Fahr hier hoch. Ja, kurz mal aussteigen, da ist noch was zum Untersuchen. Und ich muss gleich mal den Part beenden. Aber das machen wir gerade noch. So, noch den Knopfpunkt, die Ladensonde installieren. Gut, gut, gut. Dann sind wir auch schon mal ein ganzes Stück vorangekommen. Das ist doch schön, das ist doch schön. Dann, Leute, würde ich sagen, beim nächsten Mal können wir vielleicht noch ein bisschen mehr erforschen. 28% haben wir jetzt. Wo könnten wir da theoretisch noch hin? Da hinten vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Das könnte funktionieren, theoretisch. Oder da. Das sieht auch ganz gut aus. Na okay, aber das sehen wir uns dann beim nächsten Part an. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!
Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.